Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri. Und ich bin Daniel. Und wir spielen das Geduldsspiel Sokoban von den Android-Entwicklern Alchemia Games. Genau, und die haben nämlich auch schon Offside gemacht. Dazu gibt es auch schon ein Review von uns. Das findet ihr natürlich auch auf unserem YouTube-Channel. Genau, bei uns dreht sich heute aber alles um das Spiel Sokoban. Hier haben wir das Spiel schon gestartet. Man sieht den Startbildschirm inklusive dem Logo. Und natürlich fällt einem direkt auf, die Farbe Violett überwiegt. Genau. Genauso wie die Farbe Grün. Oder ja, es ist geht grün. Ins Grüne. Genau, ja. Also der Play-Button ist zumindest grün. Und das Logo ist auch grün. In so einem Verlauf ist das, ne? Ja, Farbverlauf. Farbverlauf hat das, genau. Und noch der Options-Button, der in blau ist. Und da gehen wir jetzt auch mal kurz drauf, schauen uns gleich an, was man hier machen kann. Hier kann man nämlich den Sound ein- und ausschalten. Jetzt ist er ausgeschaltet. Jetzt ist er angeschaltet, genau, man schiebt den oder man macht einen Fingertap und dann geht der Button nach rechts und nach links. So, jetzt gehen wir auf den Return-Button und man sieht, das Ganze ist auch alles schön groß und minimalistisch auch gehalten. Also sehr einfach zu verstehen direkt für jeden Spieler, der ins Spiel kommt, er weiß, wo er draufdrücken muss. Und jetzt starten wir mal in das Spiel, drücken auf den grünen Play-Button. Jetzt kommen hier die unterschiedlichen Level, steht auch drüber, Level Selection. Genau. Ne? Das Grün bleibt weiterhin bestehen. Dort oben links neben dem Level Selection Schriftzug findet man noch einen Zurückbutton, wo man hier jetzt wieder Hauptmenü zurückkehren könnte. Genau, wir wollen aber in das Spiel starten. Jetzt kommen hier die roten unterschiedlichen Felder mit den weißen Zahlen darauf. Dann starten wir einfach mal in das erste Level und gucken uns das Ganze an. Und da fängt es schon an. Das Spiel erklärt euch, was ihr tun müsst. Ihr könnt, ja, in jede Richtung diesen blauen, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, Achteck ist das, glaube ich. Ein Achteck, genau. Ja, könnt ihr verschieben. Das ist unser Spielstein, ne? Ja. Und man kann ihn in die senkrechte und auch in die waagerechte verschieben. Genau. Was genau ich jetzt aber machen muss, wird mir hierbei nicht erklärt. Nur einfach, wie ich meine Steine verschieben kann. Aber da hier ja dieses weiße... Ja. Eingegrenzte Fels nenne ich es jetzt mal auf dem anthrazitfarbenen oder schwarzen Spielfeld. Wir denken mal, das ist das eigentliche Spielfeld, das weiße. Also nochmal so ein Spielfeld im Spielfeld sozusagen, wo dann wahrscheinlich das variieren wird, aber das werden wir dann später sehen. Ja, Daniel probiert jetzt einfach mal sein Glück hier die Batterie, genau diesen roten Button mit der Batterie darauf, auf diesen Steckersymbol hier zu schieben. Da habt ihr gesehen, sobald die rote Batterie auf diesem Steckersymbol lag oder liegt, kommen aus den Boxen, die daneben sind, Musik heraus. Wir gehen jetzt mal weiter und gucken mal, was das nächste Level zu bieten hat. Das müssten wir jetzt eigentlich freigeschaltet haben. Genau, die sind alle einander aufbauend. Wenn man einen freigeschaltet hat, kommt man sofort ins nächste Level. Ja. Gehen wir einfach mal rein. Genau, wir gehen jetzt ins zweite Level, schauen uns das nochmal an. Und jetzt sieht man, hier ist das Ganze schon etwas anders aufgebaut. Man hat zwei Lautsprecherboxen, man hat zwei Batterien, zwei Steckerfelder und das Spielfeld, das weiße, ist auch anders. So, hier oben, kannst ruhig mal dein Glück probieren. Du weißt ja jetzt, was das Ziel des Spiels ist. Genau. Oben links kommt man zurück, also auf diesen drei Streifen kommt man zurück ins Hauptmenü oder ins Levelmenü, besser gesagt. Daneben sieht man immer die Moves, die man pro Runde gebraucht hat. Wobei ich gleich erwähnen kann, es gibt leider keinen Highscore. Also die Moves werden zwar gezählt, aber nicht gespeichert. Und daneben dran sieht man noch die Level, also die Levelanzahl, in welchem Level man sich befindet. Und rechts daneben kann man das Level jederzeit neu starten, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das muss Daniel jetzt, glaube ich, auch gleich tun. Genau. Genau, dann drückt er hier oben rechts auf den Button, dann wird das Level neu gestartet und er kann sein Glück noch einmal probieren. Ja. Ja, man sieht, man muss viel denken. Es ist ein Denkspiel, beziehungsweise Slider-Puzzle, ne? Ja. Es ist alles sehr minimalistisch gehalten. Besonders auch, das hat man ja schon im Hauptmenü gesehen, alles sehr klare Linien, kräftige Farben. Auch hier der blaue Spielstein und der rote. Die roten Batterien, die sind in sehr kräftigen Farben. Und sind zwar sind einige unterschiedliche Farben dabei, aber es wirkt trotzdem nicht zu bunt, finde ich. Ja. Es wirkt trotzdem noch klassisch und akzentuiert. Ja, also es ist ein tieferer Sinn dahinter, würde ich mal sagen. Also es gibt bestimmte Farben für bestimmte Dinge. Es ist nicht einfach sinnlos irgendwelche 2D-Grafiken in Farben gemacht. Der Kontrast ist sehr hoch, ja, würde ich mal behaupten. Man sieht alles klar und deutlich. Und
Ja, auch hier die Spielsteine sind sehr gut erkennbar auf dem weißen Hintergrund. Ja, sieht man ja, passt perfekt alles zusammen, finde ich. Man weiß genau, was ist der Stein, den man bewegen kann, welches sind die Ziele, wo muss man hin. Und ich denke, mit den Batterien zu den Steckern, das ist auch ziemlich selbsterklärend, dass man da... Ja. Apropos Bewegung, es ist ja eine One-Touch-Steuerung, ne? Man slidet ja über den Bildschirm mit dem Finger. Ich finde, es reagiert aber etwas langsam. Ne? Also du schiebst drüber und danach verschiebt sich erst der Stein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ist das mit Absicht? Haben sich die Entwickler dabei was gedacht? Oder ist es vielleicht nicht so ein gutes Omen? Oder wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Genau. Oder vielleicht, dass man sich mehr Zeit zum Denken, dass du nicht so überhastet in das Spiel gehst. Das kann auch sein, ja. Also, dass die Entwickler das sich mit Absicht gemacht haben. Wenn sie es mit Absicht gemacht haben, ist es auf jeden Fall sehr gut. Und man hört jetzt im Hintergrund leider, ja doch, gerade hört man eine Musik, weil Daniel eine Box freigeschaltet hat und da Musik läuft, wo übrigens auch immer unterschiedliche Musikstücke laufen. Also jede andere Box hat ein anderes Musikstück hinterlegt, die aber sehr entspannend sind, also keinesfalls Hektik verbreiten. Jetzt haben wir das Level aufgestanden und ihr habt gerade gehört, beide Musikstücke laufen gleichzeitig. Ja? Also wenn man das geschafft hat, alle Musikstücke laufen, ist das Level sozusagen beendet. Und genau, also es gibt im Hauptmenü gibt es zwar eine Musik, aber im Spiel selbst gibt es leider keine. Aber die im Hauptmenü, die ist dafür beruhigend und entspannend. Und ja, man hat ja die Sounds, die man selbst freispielen kann. Also es ist auch nochmal, man hat davor die Konzentrationsphase, die man hat, durch die ruhige Stimmung, sage ich mal, also ohne halt Musik. Und sobald man dann einen Lautsprecher freigeschaltet hat, hat man seine eigene Musik kreiert sozusagen. Und die Entwickler, also Alchemia Games, die empfehlen sogar beim Spielen oder für ein noch besseres Klangerlebnis von den Lautsprechern oder von den Sounds, die aus den Lautsprechern kommen, von den Musikstücken, Kopfhörer zu tragen. Denn dadurch würde das Ganze noch besser und faszinierender auf den Spieler wirken. Und genau, die Musik kommt halt erst, sobald der rote Batteriebutton auf einem Steckerfeld ist. Und wir gehen jetzt mal weiter, wir schauen mal. Wir haben ja mal im Google Play Store geguckt, was es denn da noch so alles gibt. Genau. Ne? Weil diese Slider-Puzzles, die kennt man ja, da gibt es auch relativ viele. Sehr unübersichtlich das Ganze im Google Play Store, also sehr viele, wenn nicht sogar schon massig. Ja? Musikspiele, also Spiele, die mit Musik zu tun haben, die Musik sich als Thema machen, wo man irgendwas ein Musikinstrument spielen muss oder... irgendwelche Musikstücke anhören kann oder auch selbst die Musikfunktion im Google Play Store. Ja, es gibt sehr viele Sachen mit Musik, aber wir haben das beides in dieser Kombination nicht gefunden. Also ein Musikspiel und ein Slider-Puzzle in einem, das haben wir nicht gefunden. Und es ist ja auch sozusagen ein Slider-Puzzle mit einem anderen Ziel. Es ist halt jetzt kein Motiv, was man zusammenpuzzeln muss, sondern man bewegt sich über ein Spielfeld und versucht dann ein Musikstück freizuschalten. Das ist natürlich was anderes, ne? Ja. Und auch ein bisschen herausfordernder, würde ich sagen, als jetzt irgendwie so ein Motiv zusammenzubasteln. Und natürlich auch spannender. Ja. Also ich muss schon sagen, teilweise muss man wirklich überlegen, wie man vorgeht, weil sonst, wenn man einen Fehler macht, da habe ich es geschafft, zum Glück, aber es ist nicht jedes Mal so. Ich würde auch behaupten, es ist ein sehr gutes Gehirnjogging. Genau, ja, würde ich auch sagen. Muss auf jeden Fall logisch denken können und vorausplanen. Genau, und zugleich ist es auch gleich, ist es entspannend. Ja. Durch die beruhigende Musik und die Musikstücke, die aus den Lautsprecherboxen kommen. So, Daniel, dann machen wir weiter. Ja, ich muss hier kurz überlegen immer. Ich muss mir das erstmal angucken. Wie ist das Spielfeld aufgebaut? Dann kann ich überlegen, wie gehe ich denn vor? Also ja, ich denke, das geht jedem so, der das zum ersten Mal spielt. Ich finde, der Ehrgeiz wird aber auch geweckt, oder? Wenn man das nicht hinbekommt oder so, dann will man schon rauskriegen. Man will schon wissen, was war jetzt der Fehler und wo muss ich es besser machen. Das stimmt schon. Ja, ich bin noch immer überlegen. Also es ist wahrscheinlich besser, wenn man sich davor immer ein Bild über das komplette Spielfeld verschafft, als gleich irgendwie loszulegen. Das kann man natürlich auch probieren, aber ich denke mal, am Anfang ist das wesentlich besser, sich erstmal so eine Taktik zurechtzulegen, um zu gucken, wie man die Steine wohin schiebt. Oder vielleicht auch auf einen Zettel vorzeichnen oder so, aber man kann es natürlich auch direkt probieren. Also, ja. Ja.
Und jetzt muss ich dich jetzt nochmal kurz unterbrechen, Daniel, wenn du jetzt ja gerade im Spielen bist. Wir gehen nochmal jetzt oben links auf den Menü-Button, genau diese drei Striche. Da sieht man übrigens auch nochmal, dass man den Sound ein- und ausschalten kann. Und man kann zurück zum Spiel kehren mit dem grünen Button, mit dem Resume-Button. Ja. Man kommt zurück ins Hauptmenü direkt oder man kommt zur Level Selection. Und wir möchten jetzt zur Level Selection. Ja, das möchten wir. Und hier sieht man jetzt nochmal die Level. Genau, wir haben jetzt das fünfte bereits freigeschaltet. Diese Schlösser sind natürlich noch nicht freigegeben. Und man sieht, man kann hier zwischen den unterschiedlichen Seiten hin und her springen. Und es gibt insgesamt 40 unterschiedliche Level. Ja. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Ne? Ja, ja. Also die muss man auch erstmal packen. Wir sind jetzt schon hier beim fünften, was ein bisschen schwieriger ist. Ne? Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein also simples Prinzip, aber einzigartig und auf jeden Fall herausfordernd. Ja. Ja, und wir hoffen jetzt natürlich, dass ihr Lust auf dieses coole Game bekommen habt und vielleicht auch mal so ein bisschen euren Geist trainieren möchtet und versuchen möchtet, die Rätsel zu lösen. Und wenn ihr das machen möchtet, dann findet ihr den Link zu Soko Band in der Videobeschreibung von diesem Video. Und natürlich haben wir auch noch einen Artikel auf unserem Fett-Spielen-Blog für euch, wo ihr auch nochmal eine genaue Bewertung und nochmal alle Informationen zum Spiel und zum Entwickler und alles in einem Artikel zusammengefasst findet, der sehr interessant ist zu lesen. Und den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ja. Und wir freuen uns schon, euch in dem Spiel begrüßen zu dürfen. Genau. Und aufs nächste Video freuen wir uns auch. Okay, tschüss. Tschüss.